Ja, hallo, es gibt wieder was im Bereich des Versammlungsrechts zu berichten. Immer mehr häufen sich die Nachrichten dahingehend, dass es Beamte gibt, die Menschen, weil sie keine Maske tragen, von der Versammlung ausschließen. Also das sind wie Tendenzen, denen muss man ganz entschieden entgegentreten. Also das ist absolut unmöglich. Das Nichttragen einer Maske bei Versammlung ist maximal eine Verwaltungsübertretung und sonst nichts und berechtigt nicht die Exekutive, jemanden von der Teilnahme an einer Versammlung auszuschließen. Das ist genau das Gleiche, wenn man jemanden direkt zwingen würde, eine Maske aufzusetzen. Also alle diese Dinge sind rechtswidrig und berechtigen zu einer Maßnahmenbeschwerde. Daher immer Dienstnummer verlangen und sofort Maßnahmenbeschwerde machen, damit man das Ganze mit entsprechendem Nachdruck verfolgt und auch abstellt. In diesem Sinne, fleißig weiter demonstrieren, weiter versammeln und gegen den Wahnsinn auftreten. Ja, eine kleine Ergänzung, was das Verweigern der Teilnahme an einer Versammlung betrifft durch Beamte. Also man kann da ohne weiteres dann weiter an der Versammlung teilnehmen, man kann das durchaus ignorieren und sich entsprechend also dagegen wenden. Ja, wie gesagt, sonst Dienstnummer verlangen und sofort Maßnahmenbeschwerde erheben. Also das sind nur Verwaltungsübertretungen. Also ein direkter Zwang, etwas zu tun, ist immer verboten. Ne? Betrifft die Maske, betrifft die Teilnahme an der Versammlung. Und so weiter in diesem Sinn.